Hallo meine lieben Herzen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Sonnenherz Tarot. Ich freue mich, euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome back für alle, die wieder einschalten. Ja, diesmal mit dem Monatsorakel für den Monat Mai 2024. Was erwartet dich da für dein Sternzeichen Steinbock, Aszendent Steinbock, Mondzeichen Steinbock oder Venus Steinbock? Wenn du eines dieser vier Dinge in deinem Chart hast, kannst du dir die Legung hier anschauen. Und wenn du hier zum allerersten Mal eingeschaltet hast, ja dann hallo und herzlich willkommen, du liebe Seele. Ich begrüße dich von ganzem Herzen. Wenn dir allgemeine Tarotkartenlegungen noch nicht vertraut sind, dann bitte ich dich unten in der Infobox, dir die Informationen zu nehmen, wie das hier so abläuft. Wenn dir das aber schon vertraut ist, du einfach mich bisher nur noch nicht kennst, ja, dann entspann dich, lehn dich zurück. Wir beginnen gleich. Für alle, die eine persönliche Legung bei mir buchen möchten oder eine Beratungssitzung oder eine Energiereinigung, Sitzung, Energiearbeit, ja, unten in der Infobox, in meiner Webseite oder auf meiner Webseite, oh mein Gott, immer wenn rückläufiger Merkur da ist, ich verspreche mich sowieso schon sehr oft, weil ich schnell rede, aber dann passiert das irgendwie noch häufiger. Naja, da könnt ihr mich direkt buchen. Wir fangen aber auch jetzt schon direkt an. Wir wollen ja wissen, was im Mai für euch so ansteht. Okay, die Weltkarte. Wow. Steinbock Energy. Was passiert im Mai? Was sollten meine lieben Steinbock-Herzen im Mai wissen? Okay, Ass der Kelche. Ich spüre hier wirklich, deine Prioritäten werden im Mai neu gesetzt. Dein Fokus wird hier neu gelenkt. Für einige spüre ich hier wirklich, dein Herz öffnet sich hier immer weiter im Mai. Schöne Momente mit deinen engsten Freunden, mit deinen Liebsten. Im Mai. Für meine lieben Steinbock-Herzen. Das Rad des Schicksals. Ich habe das Gefühl, dass diese Karte rausspringen wird. Mai ist wirklich hier ein Glücksmonat für dich. Obwohl es hier mit der Weltkarte und mit den Zehn der Schwerter. Ich spüre hier wirklich, Mai ist, ich verabschiede mich hier von meinen negativen Gedanken, vor allen Dingen von meinem negativen Selbstbild etc. Du verabschiedest dich von deinem Belast und unnötigen Sorgen, Energiefresser in deinem Kopf und sagst Arrivederci, ich wende mich jetzt hier der Sonne zu. Ich sehe hier definitiv dein Energie-Upgrade hier mit 9 der Münzen. Ja, du strahlst hier mehr. Dein Selbstbewusstsein steigert sich hier im Mai, also das, was du nach außen hin abstrahlst, neue Ideen, Klarheit im Kopf, ja, wo ist mein Fokus und was öffnet mein Herz und was bedrückt mein Herz, ja, was bringt mir die Schwere. Und ich spüre, dass du hier dich wirklich mit der Leichtigkeit verbindest und nach vorne gehst, aus einer schwierigen Situation hinaustrittst. Ein Zyklus, der hier endet. Es ist wie so ein, ich spüre hier, der Mai bringt dir wie so ein neues, wie kann ich sagen, wie eine neue Staffel, die jetzt in deinem Leben beginnt, okay? Es ist eine neue Staffel. Neue Charaktere treten hier in dein Leben ein, ja, im Mai. Neues Umfeld, neue Orte, die du hier auch im Mai besuchen wirst und einfach spüre ich hier ganz, ganz viel Neubeginn, emotionaler Neubeginn im Mai hier für dich, insbesondere hier, weil du dich priorisierst, weil du hier nach dir schaust und nach deiner mentalen Gesundheit und hier schaust, ja, was bringt mich hier voran im Leben? Ich sehe hier wirklich glückliche Fügungen, glückliche Momente im Monat Mai. Alles dreht sich hier für dich. Es kommt hier ein Richtungswechsel rein. Also ich spüre, hier kommt es wieder zu einem Hoch bei dir aus einer Situation, mit der du lange genug herumgeplagt hast. Wir können auch gerne schauen. Die Weltkarte. Was hat es hier auf sich? Was war diese Situation? Ja? Ja, das war hier die Vergangenheit. Die Vergangenheit. Du hast hier zurückgeblickt. In Freundschaften, in die du hier investiert hast, in Liebesbeziehungen, die du hier investiert hast, in alte Berufe oder
halt alles, wo du da Arbeit reingesteckt hast, ob es Projekte waren und die, von denen du dich hier abgewendet hast. Auch spüre ich hier, der alte Weg, den du hier gegangen bist, endet. Also es ist wirklich wie eine neue Staffel, die hier in deinem Leben beginnt. Du beschreitest hier einen neuen Weg, einen neuen Pfad im Mai, weil du lässt die Vergangenheit Vergangenheit sein und dein Fokus lenkt sich einfach mehr auf den gegenwärtigen Moment, mehr auch Richtung deiner positiven Zukunft, weil hier am Ende siehst du, du kommst aus einem schweren Kampf heraus und blickst hier eher nach vorne in die Sonne, in den Sonnenaufgang, in Richtung Leichtigkeit ist das, woran du schreitest. Und ja, das ist so ein bisschen hier, du kommst hier aus einer alten, schwierigen Situation, wo dich Kraft gekostet hat, wo du auch wirklich ja, dich investiert hast, also deine Zeit, deine Energie, dein Geld also da reingesteckt hast. Das lässt du jetzt hier gehen. Aus der Kelche Klärung für meine lieben Steinbockherzen. Du folgst hier deiner Intuition. Für einige spüre ich, hier gibt es jemanden in der Liebe, wenn du hier Single bist, wo ich hier in dein Leben treten möchte. Diese Person hält sich noch ein wenig geheim. Das ist noch nicht bekannt. Aber diese Person wird dich hier kontaktieren, könnte hier über deine Arbeit sein oder hier in deinem Arbeitsumfeld sein oder einfach hier in deinem Freundeskreis. Also ich spüre, Mai, dein Freundeskreis, auch für einige hier, du erkennst, wer ist ein Frenemy? Was ist ein Frenemy? Ein Frenemy ist ein Freund, der so tut, als ob er dein Freund ist. Wahrscheinlich ist er auch dein Freund, aber diese Person erträgt es nicht, dich hier glücklich zu sehen, erfolgreich zu sehen. Also diese Person wird immer wieder Kommentare fallen lassen oder Dinge sagen, die dich triggern, dich verletzen und dich auch ein bisschen verwirrt lassen. Also wenn es eine Freundschaft gibt in deinem Leben, wo du merkst, diese Person meint es nicht 100% gut mit mir, dann ist es definitiv hier ein Frenemy. Ja, möchte dein Freund sein, aber diese Person möchte nicht, dass du besser bist. Diese Person möchte dich hier nicht erfolgreich sehen oder auch hier glücklich sehen, weil das erträgt diese Person nicht und sendet dir auch unbewusst diese Signale aus und deswegen empfängst du diese und diese Person wird sich dir hier im Mai zeigen. Deswegen sehe ich auch hier neues Umfeld, Veränderung in deinem Umfeld, jemanden, den du hier endgültig den Rücken zukehrst, du hast die Nase voll, jemand, der hier nicht sieht, wie viel du in die Freundschaft reingesteckt hast oder wie viel du gemacht hast oder getan hast oder wie hart du eigentlich in deinem Leben arbeitest oder bist, um überhaupt hier erfolgreich zu sein, um überhaupt hier deinem Erfolg nachzugehen und dir energetisch dauernd, ja, dich blockiert oder versucht hier energetisch dich runterzuziehen. Nein. Ja, das ist so ein bisschen, das, hier zeigt sich dir jemand, aber auch für einige spüre ich in der Liebe, wo du hier einen heimlichen Verehrer hast. Wir haben hier das Gericht, also es passiert hier in deinem Freundeskreis was. Für einige spüre ich, du wirst mit deinen Freunden hier was unternehmen, ob du hier eine Gruppe hast, wo du sagst, wir gehen auf ein Meditationscamp oder Retreat oder sonstiges. Ich habe das Gefühl, für euch gibt es hier einen Ruf oder hier auch was mit Reisen verbunden ist. Aber hier etwas, wo ihr beide oder ihr drei oder ihr, wenn ihr mehr seid, dem Ganzen hier folgt. Und für einige spür ich hier, kommt die Liebe über deinen Freundeskreis zu dir. Ja, das ist ein bisschen, was ich hier spüre. Rat des Schicksals für meine lieben Steinbockherzen. Für den Rat des Schicksals haben wir hier den Ritter der Schwerter und wir haben hier die Mäßigkeit. Alles, vor allem wir kommen aus dem rückläufigen Merkur hier raus. Ja, alles, was dich so ein bisschen blockiert hat. Also was Verspätung hatte oder was nicht wirklich anlaufen wollte, wird jetzt im Mai kommt irgendwie so der Ball in Rollen, oh my goodness. Ja, es bewegt sich, es kommt Bewegung, Fortschritt. Und ich spüre hier auch ein Gespräch mit einer Person, ein persönliches Herz-zu-Herz-Gespräch.
wo man die Dinge in der Vergangenheit ruhen lassen kann und sagen kann, okay, ich lasse die Sache jetzt hinter mir und ich öffne mich für die Versöhnung und wir gehen hier gemeinsam den Weg voran oder ich gehe hier meinen Weg weiter, aber wünsche der anderen Person hier auch Peace and Harmony auf ihrem weiteren Weg, aber unsere Wege trennen sich hier. Okay, wir haben auch noch die 10 der Schwerter, die kläre ich dann ja auch noch. Boah. Okay, fail. Es ist einfach das ganze Deck hier runtergefallen. Interessant. Was ist bei 10 der Schwerter? Ist hier noch eine Karte? Ja. Wir nehmen dich. Die ist runtergefallen und der Rest war auf meinem Schoß. Die vom Boden hier sagt, die ist die 9 der Schwerter. Die 9 der Schwerter in Kombination mit der 10 der Schwerter. Du lässt unnötige Sorgen hinter dich. Sorgen und Dinge, die du nicht kontrollieren oder beeinflussen kannst, lässt du hier hinter dich. Du fokussierst dich auf Dinge, die in deiner Macht liegen, die du hier verändern kannst und du lässt die Ängste hinter dir. Du hast irgendwie auch hier ein bisschen Angst zu versagen, aber ich spüre hier wirklich, vertrau hier in dir. Das ist das Beste in deinem Bauchgefühl, in deinen inneren Ruf. Wenn dich hier etwas ruft, geh deinen Weg, lass dich davon nicht abhalten. Ich sehe definitiv hier auch Flirts, was reinkommt, ja. Kommunikation aber auch hier mit deiner Familie, Unternehmungen hier auch mit deiner Familie. Wenn du eine Familie bereits hast, auch schöne Zeiten im Mai mit deiner Familie, die hier einfach anstehen. Ist das so ein bisschen, was ich hier für dich, mein lieber Steinbock, spüre. Dann würde ich sagen, gucken wir noch in diesem Tarot-Deck, ob es hier noch Karten für meine lieben Steinbockherzen gibt für den Mai. Was sollten Sie noch vom Tarot jetzt wissen für den Mai? Da haben wir die 3 der Schwerter. Ja, ich sehe hier Herzheilung. Du lässt es nicht mehr zu, dass Menschen dich hier verletzen. Also du lässt keine Frenemies, Feinde in dein Leben und die getarnt hier als deine Freunde, als Trojaner agieren. Vorsicht! Ich sehe auch, dass du diese innere Traurigkeit über deine Verluste hier auch gehen lässt. Also es gibt hier Verluste im Leben, vielleicht den du hier noch ein wenig nachtrauerst für einige, wo ich spüre, das lässt du hier hinter dich. Ich spüre auch hier, du arbeitest hier an deinem Herzchakra oder hier an deiner Herzwand. Also ich spüre definitiv, hier löst sich etwas, hier lösen sich alte Emotionen, damit du einfach hier mehr wieder spüren kannst. Also eine Traurigkeit, wo du dich jetzt hier in der Heilung befindest, wo endlich, ja, ich sag mal, das Pflaster kann jetzt so langsam abgenommen werden, weil das blutet nicht mehr nach. Wir haben hier auch die 5 der Münzen. Ja, Sorgen um einfach, ja, um dich. Bin ich gut genug mit dem, was ich habe? Bin ich gut genug mit dem, wer ich heute bin? Was kann ich noch mehr geben? Ich spüre hier einen Switch auch in dem, hey, ich bin gut genug mit dem, was ich hier anzubieten habe, wer ich heute bin und ich darf auch was annehmen. Ja, ich spüre hier mit den 5 der Münzen das Thema auch, ja, diese Sorgen oder dieses nicht gut genug für etwas, für jemanden zu sein, dass also die ganzen Ängste, die dir in deinen Kopf, also diese Selbstzweifel auch. Ich spüre hier eine Verabschiedung von dieser Situation. Für einige, falls du hier selbstständig bist, machst du dich hier um deine Selbstständigkeit Sorgen. Wie soll es in der Zukunft weitergehen? Ist das wirklich was für mich? Oder wird das sich so wie in der Vergangenheit als ein Flop rausstellen? Werde ich es schaffen mit meiner Selbstständigkeit? Eventuell, ja, hast du hier unnötige Sorgen. Aber ich spüre, dass diese Sorgen unnötig sind, ja? Ich spüre hier wirklich die Energie, in die reinkommen möchte, ist wirklich hier eine Energie, dass du deine Vergangenheit als Erfahrungen nutzen wirst für die weitere Zukunft, dass du auch manche Entscheidungen mehr objektiver triffst,
also mit einem klareren Verstand und nicht durch Sorgen oder durch Freude da überschwänglich eine Entscheidung triffst, wie du sie vielleicht immer in der Vergangenheit gemacht hast. Dich hat etwas so toll begeistert und ja, natürlich mache ich das und zack, warst du schon auf dem Weg, ohne etwas durchdacht zu haben, ob du das jetzt wirklich möchtest oder ob das jetzt gerade nur durch die ausgelöste Emotion hier zustande gekommen ist. Da spüre ich mehr eine objektive Entscheidungsfindung durch deine Erfahrungen auch aus der Vergangenheit. Ich spüre allgemein hier eine Aura-Reinigung, Energiereinigung. Achte hier einfach auf deine Energie, dass sie gereinigt ist, weil du nimmst immer, ja, wir sind alle bestehen aus Energie und du nimmst einfach auch negative Energie von deinem Umfeld auf, aber auch vom, wenn du draußen in der Menschenmenge dich bewegst, kann es auch sein, dass du hier Energie mit aufnimmst und die dann zusätzlich dich hier runterziehen. Deswegen immer reinigen. Meditation ist super, ein Salzbad ist super, Räuchern ist super oder verschließe auch deine Energie, wenn du das Haus verlässt, um einfach hier nicht Energievampire anzuziehen. Okay, auch habe ich das Gefühl, dass du aus der Vergangenheit hier lernst und dass auch hier ein bisschen schon wieder, sage ich mal, die Wunde ist so verheilt, dass du schon ja, anfangen kannst, ein bisschen Witze darüber zu machen, wenn ich so sagen kann. So eine Energie spüre ich. Das ist sehr schön. Sehr schön. Steinbock. Der Kompass. Ja, und du hast das Gericht, deinen inneren Ruf und wir haben hier den Kompass. Du folgst hier deinem inneren Kompass und ich spüre, wenn es für andere hier falsch ist, dein Umfeld nicht verständlich, du musst dich hier nicht rechtfertigen. Geh deinen Weg und folge hier deinem inneren Kompass. Du wirst wieder hier in Richtung gebracht, hier auch ein wenig neu ausgerichtet, falls du hier ein wenig in die falsche Richtung gegangen bist. Hinten im Deck habe ich hier der Zauberer, der Bewusstheit und ich sehe hier, du darfst aus der Vergangenheit hier lernen, dir wird etwas bewusst, also diese Klarheit hier reinkommt, weil wenn man sich etwas nicht bewusst ist, dann kann man auch die Sache nicht klar sehen und jetzt, wo du es halt erkennst, erkennst du viel mehr dahinter und dir ist viel mehr ja, alles bewusster und du bist einfach dadurch schon im Heilungsprozess. Und da befindest du dich. Und ich sehe auch wirklich, dass du viel dafür gemacht hast und dein Bewusstsein immer weiter sich hier öffnet. Ich spüre wirklich eine starke Herzöffnung bei dir. Wow. Dann, was haben wir von diesem Orakel-Deck für den Monat Mai, für meine lieben Steinbockherzen? Ja, wir haben hier eine Sturmwarnung. Ich spüre hier, dass dieser Sturm jetzt zu Ende kommt. Ja, und dass du hier neu, der Sturm ist dafür da, um einfach dich hier neu auszurichten. Du hast das Gefühl, du fühlst dich momentan in deiner Situation gefangen, als ob du machtlos bist, als ob du nichts dagegen unternehmen kannst, aber dem ist nicht so. Es passiert hier für dich, vergess das nicht. Und haben wir hier noch eine Karte für meine lieben Steinbockherzen. Ich habe hier auch so eine, ja, Vertrag. Es gibt hier einige, die einen Seelenvertrag haben, karmische Verträge haben, ja, Lernaufgaben haben und ich sehe definitiv, dass du jetzt hier dir bewusst wirst und eventuell sehe ich auch hier, dass du Verträge auflösen kannst, weil du die Augenbinde hier abnimmst und erkennst durch den Zauber der Bewusstheit, oh mein Gott, das sollte mir dies und das zeigen. Deswegen, für dich kann es im Mai so hoch und runter gehen, ist so die Energie, aber du wirst halt komplett neu ausgerichtet, deswegen wird es einfach hier schwungreich. Wir sehen hier hinten auch die Entscheidung, eine Entscheidung, die du hier zu treffen hast im Mai und ich spüre dadurch, dass du dich da transformierst im Mai oder hier auch dich weiterentwickelst, wirst du hier eine objektive Entscheidung treffen und wirst hier die richtige Entscheidung treffen. Ist das einfach, was ich hier intuitiv für dich wahrnehme. Steinbock. Wir haben No Need to Fear. Habe keine Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Vergiss nicht, wie stark, wie mächtig du bist. Also erinnere dich daran, wie mächtig du bist. Ja,
Es wird eine reinste Achterbahnfahrt jetzt hier im Mai für dich mit einem Happy End, weil du wirst hier neu ausgerichtet. Was sollten meine lieben Steinbockherzen jetzt noch wissen? Proposal, ja, also ich sehe hier eine Verbindung, ja, für einige, du löst diese Verbindung aus einem karmischen Seelenvertrag, ja, du hast hier wirklich erkannt, im Zauber der Bewusstheit. Und für andere sehe ich, hier kommt eine neue Verbindung rein. Ob es hier geschäftlich oder in der Liebe ist. Aber ich sehe, es gibt hier eine neue Verbindung. Schau dir den Vertrag bewusst an. Nicht aus der Emotion raus entscheiden. Und das hat hier wirklich eine große Möglichkeit für dich. Egal, wie du dich hier entscheidest. Es ist eine riesige Möglichkeit, was hier für dich ansteht. Wir haben hier auch die Sternenkarte. Harte Zeiten sind vorbei. Schaue nach vorne in ein erfülltes oder gefülltes Leben voller Glückseligkeit, Optimismus und Positivität. Ja, auch hier mit der Sternenkarte. Ich spüre ganz stark hier bei euch in eurer Legung die Sterne. Die Sterne werden hier neu ausgerichtet. Auch hier ein wenig Luftenergie, was ich einfach hier spüre für einige. Wassermann Waage habe ich schon vorher gehört, könntet ihr noch als Placement haben. Oder hier kommt Krebs und Fische auch noch durch. Ja, muss nicht sein, kann sein. Das ist so ein bisschen hier die Energie, die ich hier spüre. Was du von den Zahlen hier öfter sehen wirst, im Mai, wo du dich verfolgt fühlen wirst, ist einfach die 333 und die 55. Ja, interessant. Also du steuerst hier, du wirst neu ausgerichtet, damit du hier wirklich deinem Erfolg zusteuerst. Und dein Leben, glaube an Magie oder an magische Momente, weil ich sehe hier ganz viel gefüllt mit glücklichen Fügungen, glücklichen Momenten, also magischen, so wo du denkst, oh mein Gott, wie viele Zufälle müssten passieren, um dass das eintreten konnte? Also die Sterne richten das so aus, dass es für dich das beste Ergebnis hier, das erfolgreichste Ergebnis für dich hier passiert. Deswegen, ja, magische Ereignisse, magische Wunder, Wunder möchten hier reinkommen. Lausche dem ewigen Lied deiner Seele, spüre sie und lerne ihr zu vertrauen. Dein spirituelles Reich, deine Spirits Guides kommunizieren eben mal stark mit dir. Sie möchten, dass du hier wirklich hineinhorchst und du kannst nur reinhorchen, wenn es still ist. Ja, wenn deine Gedanken sehr laut sind im Kopf, dann ist es immer ein bisschen schwer, diese in der Stille die Antworten zu erhalten, die du benötigst und was deine Seele mit dir sprechen möchte. Weil diese laute, nervige Stimme, das ist eigentlich immer nur diese Sorgenstimme, diese Angststimme und Angst, ja, falsche Angst. Weil die richtige Angst kommt auch von deiner Intuition. Aber diese falsche Angst, deswegen ist dann manchmal denkt man, ist es jetzt meine Intuition, die mit mir kommuniziert und mich davor warnt? Oder ist es die falsche Angst, weil ich mir hier Sorgen mache? Das ist immer hier ein bisschen schwer zu entscheiden. Genau, aber diese falsche Angst ist einfach diese Worst-Case-Szenarios, die in deinem Kopf passieren. Die rauben dir so viel Energie, weil die echte Angst, die geht dir durch Bein und Mark. Und diese echte Angst lässt dich intuitiv handeln, wenn du dich von deiner Intuition leiten lässt. Das ist so ein bisschen, was ich hier spüre. Die Kommunikation zu deiner Seele möchte hier stattfinden, also höre zu, indem dein Kopf leise ist. Also ich kann dazu nur meditieren empfehlen, Meditation, weil Meditation bringt deinen Geist auch etwas zur Ruhe, um einfach da auch deine klaren Botschaften, deine klaren Antworten zu erhalten, weil du wirst einfach hier komplett neu ausgerichtet im Mai. Ich kann es nur wiederholen, aber das ist so die Energie, die ich hier für den Mai spüre. Und was sollten meine lieben Steinbockherzen jetzt noch für den Mai wissen?
Und da habe ich ja die Wiedergeburt. Wow, meine lieben Steigenborg-Herzen, es ist eine Wiedergeburt, die jetzt stattfinden wird. Eine Transformation, eine Wiedergeburt, eine neue Staffel beginnt. Du schreibst ein neues Buch, ja? Ein komplett neues Buch. Das nächste Band erscheint in deinem Leben. Und das alte wird jetzt weggelegt. Das heißt, neue Charaktere, neues Umfeld, neue Ereignisse, neue Lernaufgaben. New. Alles neu. Okay? Oh, jetzt habe ich aus Versehen dieses Kartendeck. Okay. Hier hinten habe ich noch die Karmic Completion. Karma, was aufgelöst wird. Seelenverträge, von denen du dich hier befreist. Ich kann dir an dieser Stelle nur noch eine energetische Trennung, eine Trennung von gelübden Eiden schwören. Das kannst du auch auf meiner Webseite buchen, in einer Energiesitzung oder in einer, wenn du von einer bestimmten Person dich trennen willst, mache ich auch diese Bänderlösung, Verstrickungslösung, wie auch immer. Über die Chakren mache ich das und ich schneide sie nicht, sondern ich ziehe sie an der Wurzel raus und fülle die Wurzel wieder mit heilender Energie auf. Also wir haben hier Karmic Completion, also karmische Vollendung. Wow, es ist wirklich ein großer Abschnitt, was jetzt hier im Mai beginnt für dich. Freu dich darauf, mein lieber Steinbock, auch wenn es wie eine wilde Achterbahnfahrt hier sich im Mai anfühlen wird. Wir haben hier göttliches Timing und das ist auch, was ich hier die ganze Zeit mit den Sternen geredet habe. Die Sterne bringen sich jetzt in die Position, um das perfekte Timing hier für dich abzustimmen. Wow. Deswegen gib dich hin. Widersteh, halt nicht so einen starken Widerstand, wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir erhoffst oder gerade denkst im Augenblick. Geh wirklich hier ins Vertrauen, in die Hingabe, in der Situation, in der du dich jetzt befindest, weil es ist hier wirklich, ich kann es euch nur noch mal wiederholen, zu deinem Besten. Und so, wo ich es gerade sage, kriege ich einen richtigen Schauer, ja, Gänsehaut, pur. Wow, vielleicht kriegen es auch einige von euch, vielleicht spürt ihr die Energie, die gerade hier durchfließt in eurer Legung. Und ja, ich muss mal kurz aufstehen, weil ich komme da hinten gar nicht hin, habe ich gemerkt. Typisch ich. Habe es vorher gar nicht ausgetestet. Okay, Steinbock, weil das Deck würde ich mal gern sehen, was hier in eurem Lichtkörper, in Energiekörper passiert. Dankeschön. Und da haben wir hier Seelensternaktivierung. Wie stark eure Seele jetzt mit euch kommunizieren will, eure Lebensaufgabe, eure Lernaufgabe hier nachzugehen, ja? Deine Seelenverträge erfüllen. Du bist jetzt bereit, hier deine Seelenaufgabe hier nachzugehen, zu erfüllen. Sich daran erinnern, wenn man ist, du hast vergessen, wer du bist, als du hier auf die Erde gekommen bist. Und jetzt wird es Zeit, dich daran zu erinnern. Zu erinnern, was ist deine Aufgabe? Und lass dich nicht blenden von, ich muss ein großes Haus, gutes Auto, viel Geld auf meiner Bank haben. Nein, 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 du hast einen bestimmten Grund, warum du hier auf die Erde gekommen bist. Definitiv spüre ich hier, ja, wie, ob man es Lichtarbeiter nennt, wie auch immer. Ich will nicht immer alle Begriffe hier benutzen, aber ich spüre, du bist hier super wichtig für die Erde, für das Kollektiv. Wir brauchen dich, ja? Und das ist so ein bisschen, was ich hier spüre. Und dein Seelenstern wird hier nochmal aktiviert. Und ich spüre ganz, ganz stark hier, bitte, bitte, mach es selber. Mit diesem Schwert, seht ihr, symbolisch. Mach es selber. Oder wenn du Hilfe brauchst, buche bei mir oder bei anderen, wo du dich gerufen fühlst, eine Sitzung, wo du hier Schnüre durchtrennst. Schwert des Lichts. Göttlicher Schutz, du wirst hier unterstützt und geschützt vom spirituellen Reich. Durchtrennte Schnüre, bahnbrechende Energie. Und ich spüre hier diese Energie in eurer Legung. Wahnsinn, ja? Wirklich Wahnsinn. Und so, wenn ihr diese Schnüre durchtrennt, euch wird es die ersten Tage nicht gut gehen. Oder ein Tag wird es euch definitiv nicht gut gehen. Es gibt von Müdigkeit bis Kopfschmerzen, bis Erschöpfung, weil die ganze Energie kommt zurück zu dir, ja? Da ist nichts mehr, was abgezweigt wird. Du löst dich von der Schwere, ja? Das ist so ein bisschen hier, was ich spüre und das wird Zeit. Das wird Zeit, dass du dich hier von den ganzen Schnüren
Trends, die um dich herum sind. Oh mein Gott, was ist das bitte für eine intensive Legung? Wow, Steinbock Mai. Wir haben hier dein Körper und Selbstliebe, was durchkommt. Ja? So wie du aussiehst, in dem Körper, wo du hier auf die Welt gekommen bist, mit seinem, sag ich mal, positiven Seiten oder negativen Seiten, so man sagt, ich mag das an mir, aber das mag ich nicht so an mir. Du bist vollkommen mit dem, wie du hier auf die Welt gekommen bist. Und ich spüre hier diese Energie, die du auch spürst und dein Körper, diese Wertschätzung. Jetzt darfst du dich hier öffnen. Jetzt darfst du dich hier mehr lieben, Selbstliebe. Du befreist dich aus den Limitierungen und Glaubenssätzen von früher. Ja, du bist zu klein, zu dick, zu groß, zu das ist so eine dunkle Haut, so eine helle Haut. Ja, egal, weil ich sag euch eins. Egal wie du aussiehst, es gibt hier einen Ort auf der Welt, wo Frauen oder Männer genauso wie du jetzt gerade aussiehst, oh mein Gott, das ist das Schönheitsideal. Und das ist so ein bisschen, was ich hier spüre. Du befreist dich, weil du liebst dich und dein Körper dient dir seit der Geburt an. Und sei doch einfach dankbar. Dankbar für die Leistung, die dein Körper täglich vollbringt. Dein Körper verdient deine Liebe. Dein Körper verdient es, von dir geliebt zu werden. Von niemand anderen, sondern von dir. Dein Körper will deine Liebe. Nicht die Liebe eines Mannes oder die Liebe einer Frau, sondern, oder von Freunden, Mütter, Väter, Geschwister, sondern der Körper möchte die Liebe von dir. Weil wo spürt dein Körper denn die Liebe? Von dir. Also, zeige sie, fühle sie, wertschätze deinen Körper. Meine Güte. Ja, wenn du dich hier selber fertig machst, wäre ich nur dünn oder reich, dann wäre ich glücklich. Mit diesen Ausreden, wiege ich jetzt so und so viel oder habe ich jetzt die perfekte Nase, dann bin ich richtig glücklich in meinem Leben. Also immer diese Limitierungen. Dein Körper muss erst das und das sein, damit du es lieben kannst. Was für ein Bullshit. Du kannst deinen Körper jetzt schon lieben. Und ich weiß nicht, aber dein Körper verändert sich auch mit der Zeit. Mal wird er mehr, mal wird er weniger. Aber jeder hat seine eigene Körper. Ja, vor allen Dingen, ich habe die Beine von meiner Mutter. Ja, und das. Meine Tochter hat auch die Beine von meiner Mutter. Das ist so, wie kannst du deine Mutter oder dein Kind hassen, weil du deine Beine hast? Also, das ist eine Form von Selbsthass. Ja? Und da sehe ich einfach nur, man mag es ja nur nicht, weil wer ist so wie die anderen? Wenn etwas auffällig ist, dann gefällt es einem nicht mehr. Und wenn es sich aber der Mehrheit anschließt, ja, wenn es so wie die anderen ist, dann ist man okay, dann fällt es nicht auf. Aber es gibt immer ein Part an deinem Körper. Vielleicht sind es deine Segelohren, vielleicht ist es deine Nase, deine großen Augen, deine zu kleinen Augen, deine was weiß ich. Fang an, deinen Körper zu lieben. Next Level, was ich hier spüre. Ja? Okay, ich habe jetzt sehr lange, aber dieses Thema ist für mich so wichtig, weil vor allen Dingen jetzt auch ich spüre, dass viel mehr Menschen bereit sind, wer schön sein will, muss leiden, also bereit sind, sich zu operieren, bereit sind, leichtfertig, ja, seinen Körper zu verändern, sich dauernd anzupassen, sein Gesicht zu verändern, ein Schönheitsideal zu entsprechen der jetzigen Zeit, was als Schönheitsideal angesehen wird. Was ist denn dein Schönheitsideal? Was findest du denn an dir schön? Es ist meistens die Energie, Leute. Es spielt keine Rolle, wie du aussiehst. Es ist immer die Energie, das, was du ausstrahlst. Erzengel Haniel, es kommt die Freude, mehr Leichtigkeit, Segnungen, die im Mai hereinkommen, insbesondere deine Intuition, die hier sich stärkt und hier weiter wächst. Vertraue hier auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl, so nennt man das auch schön, ja? Dann Steinbock.
Steinbock. Wir haben den Rubellit. Leidenschaft und Bestimmung. Ihr Enthusiasmus gibt Ihnen die Energie und Motivation, um an einem wichtigen Projekt zu arbeiten, das Ihnen am Herzen liegt. Jetzt folgst du deinem Herz, jetzt folgst du deiner Seele, deiner Seelenbestimmung. Du wirst ein Projekt haben oder irgendetwas, was du dir schon immer wünschst, oder vielleicht erinnerst du dich jetzt daran, weil dein Seelenstern hier aktiviert wird, aber du wirst mit Leidenschaft hier deiner Bestimmung nachgehen. Und was kann oder was möchten euch eure Spirit Guides hier empfehlen auf eurem Weg für den Monat Mai? Was dürfen die noch machen? Tanzen, tanzen und tanzen. Hey, tanzen hat so einen positiven Effekt auf deinen Körper. Das ist auch eine Form von Selbstliebe, weil du kannst tanzen und dich in deinen Körper reinfühlen, in die Bewegung hineinfühlen, in deine Körperteile aktiv, bewusst reinfühlen, ja, in dein Bein, bewusst in deine Hüfte, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine, bewusst in die Arme. Tanzen ist auch eine Befreiung von Emotionen, ja? Weil Emotionen ist Energie in Bewegung und durch Tanzen setzt du Emotionen frei. Tanzen ist für mich auch wirklich eine Form von Heilung, insbesondere als Frau. Bitte tanze! Und wir haben, hat sich schon umgedreht, wir haben hier das Feuer. Connecte dich, verbinde dich hier mit dem Feuer. Vor allen Dingen, weil ich hier spüre, weil du dich hier etwas loslässt, ja, hier auch mit diesem Schwert, mit dem Feuer. Es wird Zeit, dass hier alte Brücken abgebrannt werden, ja, dass da kein Zurück mehr gibt. Verbinde dich hier mit dem Feuer, um hier Altes auch gehen zu lassen. Vielleicht hier auch ein Feuerritual, wenn du dich hier dazu gerufen fühlst, wenn du diesen Ruf hast, ja, okay? Ja, also meine lieben Herzen, ich freue mich hier für dich gelegt haben zu dürfen. Wenn du mit meiner Energy weißt, lass ein Abo da, eine Gefällt mir Angabe oder auch einen Kommentar. Ich freue mich von dir zu lesen und ich freue mich auf deine Unterstützung. Like das Video, damit es auch mehr Reichweite hat. Kommentiert einfach ein goldenes Herz, das reicht mir schon und ich like es einfach durch. Dankeschön von Herzen für eure Unterstützung. Ich muss auch noch an dieser Stelle sagen, hier ist noch ein Video, da könnt ihr auch mal reinschauen. Das ist ein sehr wunderschönes Video, es war ein Channeling, eine Channeling-Botschaft hier für euch. Ich habe ja auch das Gefühl, meine lieben Steinbockherzen, mein Kanal ist auch gerade so ein bisschen im Umbruch, vielleicht hast du es gemerkt, ich habe jetzt noch Januar, Februar, März und April keine Monatslegung gedreht und ich weiß noch nicht, irgendwas ruft mich, aber ich kann es euch noch nicht sagen. Ich habe gespürt, für Mai mache ich ein Monatsorakel, weil es mich gerufen hat, aber ich kann euch nicht jeden Monat eins garantieren und ich weiß auch nicht, ob ich es in Zukunft für alle Sternzeichen mache, weil es sind 12 Videos. Ich nehme wirklich Zeit für die Videos. Ich habe Vorbereitungszeit, bevor ich ein Video lege. Ich reinige meine Energie. Ich verbinde mich schon mit eurer Energie, mit dem Kollektiv der Steinbockherzen. Und als Beispiel. Und ich sehe halt von manchen Sternzeichen, ich will jede Seele erreichen, klar. Aber vielleicht bin ich auch nur für bestimmte Menschen gedacht und nicht für jeden. Und das ist auch in Ordnung. Und deswegen wollte ich euch das einfach nur mitteilen. Ja, Steinbock werde ich weitermachen. Ich fühle mich so verbunden zu euch, so wie auch zu anderen, gewissen anderen Sternzeichen ich mich verbunden fühle. Und deswegen, ja, macht euch keine Sorgen. Es ist einfach nur gerade so ein bisschen irgendwie eine Umbruchstimmung hier auf meinem Kanal, was passiert. Okay? Fühlt euch gedrückt und ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis dann. Tschüss.